Tag 9 der 10 Euro Paysafe oder PayPal Challenge mit mir, dem Magic Doom. Ja, wieder heute keine 100 Alu, hatte aber diesmal einen anderen Grund als gestern. Ich war heute einfach saumüde und habe mir noch ein kurzes Nickerchen gegönnt nach der Schule. Aber das ist, glaube ich, allgemein die Wintermüdigkeit, die jetzt aufkommt. Das mag ich am Winter gar nicht, wenn es dann morgens immer so dunkel ist und Nachmittag schon so früh dunkel. Also es ist einfach so viel dunkel und außerdem sind wir jetzt schon, ja, in anderthalb Wochen sind wieder Ferien und meine Müdigkeit, mein Biorhythmus ist, ja, ich bin saumüde, den ganzen Tag über. Außerdem mache ich das wieder etwas später, damit jetzt auch endlich mal alle ihre Alu gemacht haben. Wir haben es jetzt 22.07 Uhr, hier sollte jetzt eigentlich jeder seine Alu gemacht haben und wenn er nicht, dann hat er halt Pech gehabt. Wir machen jetzt mal kurz einen Arena-Kampf. Und den müsste ich schaffen. Und dann habe ich jetzt 64,06% Sammelalbum. Ja, ja, das geht schon. Das passt schon so. Und dann machen wir noch kurz einen Dungeon-Kampf. Ich habe nämlich heute diese wunderbare Waffe gefunden. Damit konnte ich dann einen Dungeon schaffen. Und ja, ich habe nämlich heute einen Schlüssel gekriegt. Und dann habe ich den geschafft. Und dann habe ich das Epic gekriegt. Und jetzt, vielleicht schaffen wir jetzt die Staubfledermaus. Den Kampf gucke ich mir an. Weil ich habe jetzt, okay, ein, zwei Geschick weniger, aber das dürfte jetzt mir keinen großen Nachteil bieten. Ich habe mehr Ausdauer und genau das ist der Punkt. Ich habe mehr Glück, das ist auch der Punkt. Und Stärke und Intelligenz sind hier jetzt eher weniger wichtig. Ja, wie oft ich jetzt noch diese 100 Alu-Sachen machen werde, es kommt ganz darauf an, ob ich Lust habe, weil es ist wirklich viel Arbeit, die da drin steckt. Eigentlich über die ganze 100 Alu hinweg und noch länger hinaus. Und ja, weiß ich nicht. Wenn ich Lust habe, mache ich es auf jeden Fall. Und aber ihr könnt jetzt nicht jeden Tag von mir erwarten, dass ich das so mache. Weil, wie gesagt, steckt viel Arbeit drin. Habe ich nicht geschafft, aber ich versuche nochmal in einer Stunde, wenn ich nicht da schon im Bett bin. Ja, wir schauen nochmal in die Challenge. The Pirate ist wieder ganz knapp, hat sich ganz knapp wieder ja, vor der Verwarnung gerettet. Habe ich vorhin schon nachgeprüft. Ich prüfe es jetzt nochmal nach. Ne, mache ich später. Machen wir später. Aber laut meinem Wissen ist er jetzt noch ganz knapp vor der Verwarnung mit 34,35% Sammelalbum. Aber, ja, was ich jetzt sehe, der hat jetzt bald den Fischmob eingeholt. Hat halt mehr SA und, ja, wenn der Fischmob, ja, der ist auch kurz vor der Verwarnung, also sollte der auch mal Gas geben. Dann geht's weiter mit, oh, guck mal, mit Pelenka. Der hat 43,59% Sammelalbum. Ich weiß nicht. Ich habe nicht immer so einen Überblick, ob die Leute überhaupt gespielt haben an diesem Tag. Aber ich gehe jetzt mal einfach davon aus. 43,59% Sammelalbum und 9 Dungeons. Der Andi, ja, das war ja mal gar nicht knapp. Ich sehe echt gar keine grüne Leiste. 21,12% Sammelalbum, man merkt sein Sammelalbum. Er kommt nicht zu Potte und ja, weiter geht's. OP Gamer, hier, ihr seht schon den Unterschied. 1,5 Level, 48,88% Sammelalbum und 11 Dungeons. Also, ja, wir haben jetzt auf jeden Fall schon mal das erste Feld. OP Gamer und der Andi bilden die Grenze. Das hier ist das untere Feld. Also, die Leute sollten Gas geben, sonst kommen sie bald gar nicht mehr hier zu Potte. Dann der Textmarker, auch 1,5 Level über dem der Andi 11, hat jetzt 27,41% seiner Album und hat 9 Dungeons, also kann er noch was schaffen, im Gegensatz zu OP Gamer. So, dann PGO Ace, 38,06% seiner Album, 11 Dungeons, das heißt, wenn Textmarker noch 2 Dungeons schafft, dann ist er eigentlich auf demselben Niveau wie PGO Ace, also weiter geht's. So, Castor ist jetzt Level 30. Er hat genau 50% seinem Album und 10 Dungeons. Also kann er auch noch einlegen, weil wenn ich mir das angucke, ich finde, seine Ausrüstung sieht besser aus als die von OP Gamer. Und deswegen dürfte doch einiges noch eigentlich was drin sein. So, Jonas Gamer IP, ihr seht schon wieder über ein Level, nein, nicht über ein Level, aber dreiviertel Level Vorsprung. 38,18% Sammelalbum, 11 Dungeons, oh, nice Stab, kann ich nur sagen. Und die Ausrüstung ist auch relativ schön. Kann damit zufrieden sein.
Und es geht weiter mit Avonzi. Hat ein halbes Level Vorsprung vor Jonas Gamer LP und hat 40,88% Sammelalbum und 12 Dungeons. Dann haben wir den Schoki-Teufel. Der Schoki-Teufel hat 64,21% Sammelalbum. Ist noch ein kleines Stück vor mir, aber das kleine Stückchen, was mir jetzt noch fehlt, um ihn über zu überholen, hole ich mir und dann habe ich wieder das zweitbeste Sammelalbum der Challenge. So, dann der Stone. Der ist eigentlich wieder relativ gut im Rennen dafür, dass er 100 Alu verpasst hat. Und ich glaube, er wäre noch weiter, wenn er das geschafft hätte. So, halbes Level Vorsprung vor Avonzi. Hat 42,18% Sammelalbum und ja, relativ gute Ausrüstung, muss man schon sagen. Und es geht weiter mit Night Hunter LP. Auch der wieder ein halbes Level Vorsprung. Ihr seht, mittlerweile kommen die Vorsprünge deutlicher zum Vorschein. Und weil jetzt halt das Sammelalbum immer mehr Einfluss auf die Erfahrungspunkte nimmt. Und die Leute, die jetzt ein hohes Sammelalbum haben, können viel mehr jetzt damit anfangen, als die Leute, die es noch nachziehen müssen. Und dazu gehöre auch zum Beispiel ich. So, Night Hunter LP hat 19,12% Sammelalbum. Der wird nicht mehr lange ein halbes Level vor Stone sein können, weil er 30% schneller levelt. So, Lokai X, der hat 38,88% Sammelalbum. Kann also gut mithalten und hat 13 Dungeons. Dann X Dark Pascal X hat 46,06% Sammelalbum, also ist der von den Level 32ern hier am besten dabei. Hat eine super Ausrüstung, kann man nur sagen. Und ich denke mal, der wird noch ein bisschen weiter und schneller vorankommen. So, dann haben wir hier noch Maya. Ah, ne, der ist von den Level 32ern am besten. Hat 51,76% Sammelalbum und 12 Dungeons. Auch eine, ja, schöne Ausrüstung, kann man sagen. Und mal schauen, wie es so mit dem weitergeht. Dann auch hier Ape. Oh, alle hier gleich. Aber ganz knapp hinter Maya, glaube ich, oder? Um sagen wir mal, ja, sagen wir mal 0, ja, 0,75%. Immer noch dieselbe alte Ausrüstung, damit kommt er nicht weit. Hat trotzdem 12 Dungeons und immer noch den Tiger. Aber ja, hier sieht man, das Sammelalbum macht das Ding. Aber ich weiß nicht, wie lange er noch mit dem Tiger sich hier halten kann. Dann Svenosh 1 mit 59,41% Sammelalbum. Ihr seht jetzt, der Riesensprung von 32 auf 34. Das heißt, der Svenosh ist die Grenze zwischen Mittelfeld und oberes ja, Führungsfeld. Nämlich zwei ganze Level. Unterschied hier. 59,41% Sammelalbum und 14 Dungeons. Und ja, Ausrüstung relativ okay. Aber auch noch ausbesserungswürdig. So, dann haben wir den Garwein. Okay, trotzdem, über ein ganzes Level 33er haben wir gar nicht mehr in dieser Challenge. Also da ist ein Riesenloch zwischen, dass die anderen ziemlich stark aufholen müssen. Da haben wir den Garwein mit 43,565% Sammelalbum. Ist zwar okay, wird ihn aber nicht mehr lange hier oben halten können, denn Svenosh wird ihn auf jeden Fall wegrennen und die anderen Leute auch. So, dann kommt Imp 3 mit 61,12% Sammelalbum, 14 Dungeons, ja, relativ gute Ausrüstung und ja, der wird sich auf jeden Fall noch hier in dem Führungsfeld halten können mit seinem Sammelalbum und mit seinem Spielverhalten und deswegen, ja, auch einer der Favoriten, würde ich mal sagen. Dann der Argalor mit 41,88% Sammelalbum. Ist zwar ganz knapp 35, also da fehlt ja noch ein ganz kleines Stückchen. Aber da wird Imp ihm einen Strich durch die Rechnung machen, da sein Sammelalbum um ja, 20% besser ist. Und deswegen würde ich mal sagen, übermorgen ist der auch durch 100 Alu überholt. So, und dann kommen wir hier zu Gray Force, dem momentan Platz 2 unserer Challenge. Ja, er ist nicht mehr Rang 1. Mit 73,82% Sammelalbum hat schon heute schon den ganzen Tag das Sammelalbum gefüllt. Und ja, ist Platz 2, denn der führende Spieler ist Joe 32 mit 52,76% Sammelalbum und 15 Dungeons. Leute, ich frage mich, wie er das macht, weil er hat erstens, okay, er hat mehr Abenteuer. Ich glaube, das ist die Sache, aber trotzdem hat Greyforce viel mehr Sammelalbum als er. Und ja, da sieht man, da macht doch die eine oder andere Quest schon was aus. Außerdem hat er noch ein Dungeon mehr. Okay, dann ist es natürlich klar. Also er hat 12 Abenteuer mehr und ein Dungeon mehr. Ich glaube, das sind genau die EP, die da Unterschied machen.
Und dennoch ist das SA dann nicht noch nicht so groß, ja, Unterschied machend, sage ich jetzt mal so. Aber das wird jetzt Level für Level und EP für EP eine viel, viel größere Rolle spielen als davor. Ich bin Level 35, ein Drittel oder ein Viertel bin ich, habe 13 Dungeons, 206 Abenteuer, 64,06% Sammelalbum und ich, ja, ich habe jetzt zwei Pilze, die lasse ich auch erstmal so. Also wenn ich jetzt, ich will mich versuchen, jeden Tag jetzt in den Top 3 zu halten, mit meinem Sammelalbum sollte das sehr, sehr gut möglich sein. Und vielleicht schaffe ich auch noch Platz 2 irgendwie, weil Joe kann sich ja mit seinem Sommeralbum nicht so lange halten. Aber wenn er dann jetzt aufholt und auf mein Niveau kommt vom Sommeralbum, dann kann er sich natürlich halten. Also ich versuche natürlich jeden Tag jetzt in den Top 3 zu sein. Das Ranking wäre dann heute Joe 32 Rang 1, Greyforce LP Rang 2 und ich bin Rang 3 mit Level 35 ein Viertel. Oder wenn ich jetzt kurz vorm Level abstehe. Aber sonst werde ich jetzt erstmal meine Pilze auf den Greifen sparen. Und mal schauen, wie das jetzt so in wenigen Tagen aussehen wird. Wir sind ja heute erst in Tag 9 und ich hoffe, man sieht sich morgen in Tag 10 wieder. Ich wünsche euch noch einen schönen Rest Mittwoch und man sieht sich morgen. Bis dann, Leute. Ciao.